Also wir sind fast unter Mikai. Aber dieses Wasser nervt gerade mal. Komm, Enderman. Jetzt gibt's einen Scheitel. Ich sehe dich. Unter dir. Circa 100 Meter. Phoenix, ich muss doch eure Namen sehen. Wahrscheinlich nicht den ganzen Gestein. Das war cool. Aber durch sein. Das vorhin war Luft. Deswegen, wenn du dich 2 Meter nach unten gegraben hättest, dann wärst du dafür nochmal 100 Meter gefallen. Ach, dort, was hast du eingebaut? Yep, weil es mich gestört hat. Hier oben ist noch ein bisschen Eisen. Das hole ich mir gerade mal. Oh, Vorsicht, da ist ein. Oh, der kommt da nie raus, der Creeper. Wo ist er? Genau rechts neben mir. Da. Komm her. Ich hab ihn. Da war auf jeden Fall noch mal ein Schacht zwischen. Immer noch mal Gold. Das Schöne ist, dass eigentlich Kies immer anzeigt, wenn eine neue Höhle beginnt. Weil da, wo die sich schneiden, da habe ich mal gehört, wird Kies zwischen aufgebaut. So wie das, was hier gerade über uns ist. Und wir sind wieder in der Schlucht. Na. Ich komme auch nicht hoch. Zwei. Alter, wird es laut. Ja. Hey, wie bist du denn? Oh. Ja, hier ist aber nichts. Ja, bei Lava muss man manchmal gucken, da können sich Diamanten direkt dran verstecken. Nicht. Oha. Höhle, die eigentlich im Kreis geht immer. Man, ist das versiegt jetzt? Ja. Eigentlich ja. Sofern da nicht irgendwo noch eine Quelle drin ist. Sieht gut aus. Sprut hinterher. Langer Gang ist nichts. Eisen. Oh, schneller. Ja, und meine Spitzhacke ist auch gleich im Eimer. Sieht aus. Achso. No. Wir haben noch Gold. Was so weitergeht, mache ich mir hier gleich noch einen Ofen und schmelze ein bisschen was von dem Eisen. Und hier haben wir natürlich wieder nichts. Aber da sieht es aus, als ob es weitergeht. Okay, ich komme. Ah. 3 Meter weit? Hier ist wenigstens Gold. Oha, hier geht's noch weiter. Wow. Oh, sorry. Macht nichts. Finde ich das erste Mal, ne? Fühl dich geehrt, es war der letzte Schlag, den die sie gemacht hat. Hast du noch eine Spitzhacke? Nein, ich habe meine anderthalb verbraucht. Warte, komm her, ich habe noch. Wie viel hast du dir gemacht? Du hast wieder. Ein paar. Du hast wahrscheinlich schon wieder. Ist ja nicht wahr.
Was schon wieder? Ah, danke. Wäre Geburt. Komm schon, noch ein Stück. Ich hab Wasser zugebaut, ich bin hinter dir. So. Ach Gott sei Dank geht das schneller weg. Ach, toll. Ein wenig Kohle. Naja, da waren wir auch schon. Das ist eine Höhlentour. Und ihr seht immer das Gleiche. Muss die spannendste Folge sein. Ja, wenigstens Kämpfer häufig mal. Komischerweise, in letzter Zeit sind uns keine Monster mehr begegnet. Stimmt. Dafür bin ich einmal draufgegangen. So. Müsste eigentlich die gleiche Schlucht sein, wie sie sonst immer, oder? Weiß es nicht. Ja, die sieht irgendwie ähnlich aus. Geht's hier noch irgendwohin weiter? Nö. Aber eigentlich müsste das Höhlensystem nur ganz nah an der Mine sein. Von Mikael. Eigentlich ja. Vielleicht könnte man hier mal einen Tunnel hinbauen. Oh! Ich springe ins Wasser. Ach, schade. Also, wenn ihr zu mir kommt, könnt ihr euch wenigstens sagen, wo das Ding lang geht. Dann wäre das ja alles kein Problem. Ja. Geh mal zum Fuß deiner Mine. Ich habe ja eine. Genau. Ich kann ja über meine Karte sagen, wo du bist. Okay. Dann warten wir mal eben. Jetzt sag nicht, das ist der Tunnel, der dort. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich kann es auch den Zuschauern gerade nicht zeigen. Aber ich sehe einen abgeschnittenen Raum und daneben einen Tunnel lang gehen. Wie siehst du das? Durch die Karte? Oder? Ja. Also ich bin in meiner Tatsächlich. Linie. Warte mal. Es gibt einen Gang, den wir erforscht haben, der direkt daneben liegt. Wahrscheinlich die Schlucht hier. Hä? Quatsch. Irgendwo da hinten in der Ecke liegt eine Schlucht von uns. Ich buddel mich mal dahin durch. Markier mal den Eingang. So. Wurde aber gut schon durchsucht. Oh. Wir sind am Anfang angekommen. Ich sehe euch, ich sehe euch, ich sehe euch. Moment. Was sehen gerannt? Hier. Hinter dir. Ach da. Hier kamen wir rein. Okay. Und Mikael ist ungefähr da vorne in der Wand. Siehst du seinen Namen? Mich zu euch. Jo. Moment, dann warten wir gerade, weil sonst bullen wir jetzt auf zwei Höhlen. Ich mach mal hier das Wasser zu, sonst kommt er nämlich im Wasser an. Oh, man hört ihn. Hallo. Hallo. So nah warst du die ganze Zeit an unserer Mine hier. Eurer Mine? Jemand oder an meiner? Krass, wir sind jetzt fast komplett um diese Mine herum. Haben wir untersucht. Nur in die Richtung, in die ich jetzt schaue, da ist noch sehr viel dunkel. Da muss man nach oben gucken. Hallo. Oh. Aber wie kommst du wieder hoch? Hast du hier schon eine Seite lang? Ah.
Leider noch keine Stufen, sondern nur ja. So hoch springen. Sieht aber krass aus. Vor allen Dingen von oben nach unten durch ist lustig. Jump, jump. Soll ich mal? Hier oben. Man überlebt das. Die Wassertiefe genau berechnet, wenn man von oben runterfällt. Wasser ist echt krass hier in Minecraft. Du könntest theoretisch da unten auch das Feld nur ein Tief machen. Wahrscheinlich wird schon ein halber Block reichen, um dich abzufedern. Nee. Nee? Nee. Ich glaube nicht. Weil ich bin mit Vollspeed, komme ich eigentlich auch unten auf dem Boden an. Ich kriege keinen Schaden. Aber ich stehe direkt unten. Aber absturzsicher ist deine Höhle ja... Ja, okay. Ist ja nicht schlimm. Solange du nicht wegziehst und dann voll auf die Seitenkante knallst. Aber dann könntest du im Schwimmbad auch keinen Turm als sicher bezeichnen. Also ich habe schon geguckt, dass nichts passiert. So. Und hier noch was rein. Ja, dann haben wir es ja wieder. Ja, vielleicht sollten wir noch gleich einmal das Häuschen wieder zurechtbauen. Ja, leider ein bisschen. Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Schmeiß noch gerade deine Rohstoffe da dazu, dass die mitbraten können. Cool, dann seid ihr wieder hier und dann haben wir es ja schon. Yep. Wieder mal. Mann, Mann, Mann. Oh, das war jetzt aber was. Solo haut gerade noch die Rohstoffe rein und dann sind wir durch für heute. Jo, lass mir da eben. Ja, ey Leute, wie viel Action heute abgegangen ist. Es gab Einstürze, Explosionen, Tode. Genau. Alles. Alter, bin ich immer nur gestorben. Das Haus hat sich aber auch schon schön gemacht. Ja, ich habe ein bisschen versucht umzubauen. Ja. Gib mir Mühe. Immer dafür. Dass ich da auch nochmal irgendwie ein paar Sachen vielleicht erweitert kriege oder wie auch immer. Hey, noch ein schöner Screenshot. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle verabschieden wir uns und sagen dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.